Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Days Gone. Ah, ja. Wir sind zurück im Camp. Hier wurden wir noch ein bisschen, oder beziehungsweise hier wurde unser Camp noch ein bisschen angegriffen. Das haben wir aber kurz erledigt. Die haben es ja nicht hingekriegt. Und jetzt? Was sagst du jetzt, hä? Hä? Ich sag gar nichts jetzt. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt einen Zaundienst, oder was? Weil wir direkt hier zum Zaun müssen. Jage Hirsche. Hast du, was du brauchst? Ja, absolut alles. Los? Ach ja, wir wollen jetzt wahrscheinlich den Strom reparieren. Alles gut. Hey, du klingst ziemlich aufgeregt. Wir sind Lichtbringer, die... Was? Es heißt schließlich, bevor du ins Dunkel verfluchst, entzünde ein Licht. Wir haben in den letzten 2 Jahren nichts als geflucht. Wir bringen Lost Lake den Strom zurück und entzünden damit ein Licht. Ja, es gibt ja nur ein Problem. Das wäre die... Licht sieht all das Ungeziefer an und sorgt dafür, dass es dich viel besser findet. Hey, wir sind da. Mist. Schwärmer. Ich hatte gehofft, es wären keine da. Ja, da waren ein paar. Wir haben doch sonst auch kein Glück. Aber wie viele? 3 oder sowas? Ja, komm, die können wir platt machen. Okay, das waren wohl alle. Hab fertig. Warum Mist? Hey, wo bist du? Ach da. So, hilf Ricky, auf den Strommast zu klettern. Oder zu kommen. Wie macht man das? Um das zu reparieren, muss ich da hochklettern. Hast du das schon mal gemacht? Nein, aber irgendwann ist ja immer das erste Mal. Genau. Okay, los, hilf mir hoch. Gut, bereit? Aha. 1, 2, 3! Wenn du fällst, kann ich dich nicht mehr halten. Hey, danke. Ich werde mich dran erinnern. Diese kleinen Gollums hier. So, weg mit dir. Scheiße! Krabbler! Ich hab sie! Die? Ich versuch's! Und hier etwas Hilfe! Ach du Scheiße! Ricky ist gestorben. Toll, ich wusste ja nicht, dass auch einer an ihrem Arsch hängt. Mann. Ich hatte hier unten noch genug zu tun. 2. Wenn du fällst, kann ich dich nicht mehr halten. Hey, danke. Ich werde mich dran erinnern. Ja, moin. Oh, immer wenn ich auf die Ziele zeigen sie sich nicht mehr. Voll mit Schwarze. Oh! Der hat das überlebt, der Sausack. Die sehen einfach aus wie kleine Kinder. Überall, warte! Shit, sie sind überall! So. Oh, mein Messer, mein
Meine Machete ist schon weg. Ja. Okay. Ich komm runter. Verdammt nochmal. Okay, das ging ja noch. Beim ersten Mal einfach nur komplett versagt. Das hat Spaß gemacht. Ja, das sollten wir unbedingt mal irgendwann wiederholen. Ja, und ich rede mit Skizzo, dass wir hier Stacheldraht anbringen müssen. Gegen die Krabbler. Das ist wieder so ein Scheißjob, den er mir gibt. Du schaffst das. Komm, ich muss noch was überprüfen. Sie hat auf jeden Fall immer reichlich zu tun. Warte, Ricky, ich komme sofort. Ich will nur mal kurz gucken, ob ich irgendwelche neuen Nahkampfwaffen finde. Da ist nur eine Mülltonne. Die hilft jetzt nicht besonders. Oh, ich dachte, da war eine Holzlatte. Ah, hier. Baseballkeule. Was ist das? Haben wir gleich mal ein paar nagelbesetzte Baseballschläge herstellen. Warum geht das nicht? Achso, uns fehlt Schrott. Okay. Nägel haben wir genug. Ich kann nicht mehr schnell laufen. Liegt das an Ricky oder? Ach, da liegt auch noch eine Latte. Man kann nie genug Schrott dabei haben. Also, deine Lady? Okay, woher zum Teufel? Man muss nur zwei und zwei zusammenzählen, Deke. Du hast sie im Nero-Flüchtlingslager verloren, dem nördlich von Belknap. Und in letzter Zeit sehen wir überall Nero-Helis. Worauf hoffst du denn bitte? Ein Wunder, dass sie bei Ihnen an Bord war? So was in der Art. War sie aber nicht. Nein. Tut mir leid. Dazu, es ist nicht der Rede wert. Lass einfach gut sein. Okay. Scheiße. Richtig gut. Schön gegengebrettert. Horden sind Zuggruppen von Schwärmern, die sich im Kollektiv bewegen. Wow, das hat sich rumgesprochen. Ich bin gleich soweit. Die gesamte Anlage bezieht ihren Strom von hier. Ich habe die Sicherung gezogen, damit es keinen Kurzschluss gibt. Okay. Bereit, wenn du es bist. Na schön. Na schön! Hör zu! Okay. Die letzten Monate waren hart. Da gibt's nichts schön zu reden. Uns fehlen Nahrung, Medizin, einfach alles. Doch wir haben eine Sache im Überfluss. Und ohne die ist alles andere bedeutungslos. Und das ist Vertrauen. Vor einiger Zeit kamen weitere Drifter zu uns ins Camp. Einige sagten, schmeißt sie raus. Wir haben ja nicht mal genug für uns. Und andere vertraut ihnen nicht. Heute bestätigt sich, was ich immer gesagt habe. Wir brauchen jeden. Jeden Einzelnen, der gewillt ist, hier zu sein, hier zu arbeiten und uns beim Wiederaufbau zu helfen. In den letzten paar Monaten hat Ricky genau das getan. Aber sie schafft es nicht allein. Sie braucht Hilfe. Heute Abend passiert es. Weil wir einen Drifter ins Camp gelassen haben und ihm Vertrauen geschenkt haben.
Heute werden wir die Dunkelheit hinter uns lassen. Komm her! Komm her! Danke! Danke! Oh, oh mein Gott! Hey! Hey! Hey, jetzt war ich! Dein Stichwort. Ja, Hey, was ist passiert? Gar nichts. Komm, wir gehen zu Eddie. Ich bin ja verletzt. Die Frau auf dem Foto, das ist sie, oder? Das ist meine Frau, ja. Blöde Frage. Tut mir leid, Deke. Nein, schon gut, Sie ist schon lange tot. Muss trotzdem echt blöd sein, sich wieder Hoffnung zu machen, nur um... Ach, keine Ahnung. Ich wünschte, ich könnte was für dich tun. Ich wüsste da was. Was? Red nicht mehr drüber. Okay. Ja, ich glaube, Moneyboy hat das Ganze gar nicht so gefallen. Der hat, glaube ich, Blödsinn im Kopf jetzt. Nachdem er hier jetzt so ganz traurig weggegangen ist. War ja nicht unsere Absicht, ihn hier irgendwas wegzunehmen. Aber wenn er sich so dumm anstellt, können wir ja da auch nichts zu. Eddie? Eddie? Aber das Licht brennt. Ich glaube nicht, dass sie da ist. Eddie, bist du da? Na dann, ausziehen. Wie ausziehen? Zieh dein Shirt aus und setz dich. Dazu, es ist nichts. Deacon? Du riskierst eine Infektion. Mhm. Ich mag Ingenieurin sein, Deke. Aber das soll nicht heißen, dass ich keine Wunde behandeln kann. Ja, da wäre ich nie drauf gekommen, wenn man bedenkt, wie du all diese Schalter und Kabel und alles gestreichelt hast. Okay, das könnte wehtun. Nur ein bisschen. Bereit? Okay. Oh, scheiße, okay. Wirklich? Nein, warum warten wir nicht, bis Eddie zurück ist, huh? Stillhalten. So, das war's. Heulsuse. Ich sagte doch, es ist nichts. Das hast du. Oh, oh. Oh, wow. Du hast echt was abgekriegt. Ja, mehr als einmal. Scheiße, das stimmt. Woher stammt die hier? Afghanistan oder der MC oder später? Ich weiß es nicht mehr. Was ist mit der hier? Ricky, ich weiß nicht, ob, man sagt, Eddie mag es gar nicht, wenn andere mit ihrem Kram rummachen. Ja, das habe ich auch gehört. Was ist mit der hier? Ach, Ricky. Ich bin nicht verheiratet. Okay. Komm doch einfach morgen mal vorbei, damit Eddie dir sagen kann, wie gut ich das hier gemacht habe. Ricky, Dick, es ist schon gut. Gern geschehen. Hey, Deacon? Zünde ruhig auch meine Kerze an. Da draußen kann es echt düster werden. Okay. Ich glaube, da entwickelt sich was zwischen den beiden. Aus der Dunkelheit. Prozent. Individuelles Design freigeschaltet. Verdienter Lebensunterhalt. Ja, gelb sieht auch nice aus. Gut, jetzt werden wir mal darüber joggen. Wir haben einen neuen Fertigkeitspunkt gekriegt.
Von der Rolle. Von der Rolle. Die Fähigkeitsschwäche. Irgendwann haben wir. Unterwegs, die Fähigkeit sprinten, eine Fernkampfwaffe nachzuladen. Ja, das wollten wir. Haben mich eben schon gefragt, irgendwas wollte ich doch machen, aber hab schon wieder vergessen. Beim Weglaufen der Waffe nachladen ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Eddie? Eddie? Hey, Deacon, wie kann ich dir helfen? Das ist Boozer. Ist er okay? Ja, nein, ist er nicht. Er ist nicht krank oder so, es ist nur... Tja, ich sagte dir ja, dass es eine große Umstellung wird. Hast du irgendwelche Pillen da? Antidepressiva oder sowas? Nein. Sorry. Okay. Warte. Ich weiß, was passiert ist. Wie er die Kerle verfolgt hat, die Hunde getötet haben. Ja, und das hätte uns beinahe selbst umgebracht. Tja, vielleicht ist das die Antwort. Dass er uns beinahe umgebracht hat? Also, was liebt William so sehr, dass er sein eigenes Leben dafür riskiert? Er braucht nichts, um seinen Körper zu heilen. Er braucht etwas für seine Seele. Verstehe. Danke, Eddie. Also kriegt er doch einen Hund, ja? Ich hoffe, meine Theorie, die ich in der letzten Folge aufgestellt habe, bestätigt sich nicht. Boozer wird überleben. Jetzt braucht er einen Grund zu leben. Mir geht es schon viel besser. Ich muss trotzdem einmal Munition auffüllen. Hallo, Händler. Deacon, oh mein Gott, Deacon. Ich habe gehört, dank dir geht das Licht wieder. Oh, vielen, vielen Dank. Ich bin da nicht alleine ja, schuld dran. Nun, das stimmt gar nicht. Es war Ricky. Du solltest ihr dafür danken. Ricky, ich könnte sie küssen. Sag das nicht, Bree. Tö. Oh, hier gibt's hier eine Menge neue Waffen. Rising M50. SWAT 10. Crowbreaker. Diese Doppelläufe. Oh, Schrotflinte. Nahkämpfe in die erste Wahl. So, Handfeuerwaffen. Was denn Ditte? Eine einzigartige Schrotflinte, die in einer Hüftholster passt. Verursacht nicht den größten Schaden, was ihre Vielseitigkeit wettmacht. In besseren Zustand. Über irgendwas nach? Ja, welche Waffe ich mir kaufe. Der Spezial. Schüsse auf großer Distanz. Oh, ich glaube, ich werde mir hier irgendwann wirklich mal was gönnen müssen. Verbraucht viel Munition. Ja. Ja. Hey, komm mal öfter vorbei. Ja, natürlich. Ich habe ja auch sonst nichts zu tun hier. Gut, ich würde sagen, jetzt versuchen wir mal wieder hier rüber zu fahren. Ich glaube, ich werde Boozer wirklich einen Hund besorgen müssen. Job verfügbar. Machen wir doch das. Dick, Gott sei Dank. Ricky, was ist los? Kennst du einen gewissen Joshua Harper? Harp, den kenne ich. Ich habe dem Mistkerl nie vertraut. Er trug immer ein schwarzes Stirnband, als wäre er ein verdammter Hipster oder so. Tja, dein Instinkt hat dich nicht getäuscht. Er hat Dan Lane erschossen. Beim Kartenspielen. Und floh. Oh Mann, wo ist er jetzt? Eine Patrouille sah ihn nach Süden fahren. Sie hatten zu viel Angst, ihn aufzuhalten. Er hat sich bestimmt Driftern angeschlossen. Ich brauche wirklich deine Hilfe. Okay, ich regle das. Du siehst seine letzte Position auf der Karte. Danke, Dick. Mach ich. Außer Ricky Line, da kommt jetzt gleich ein Story-Auftrag rein. Dann werde ich natürlich der Story weiter hinterher eifern.
Denn unser Bruceman ist wichtiger. Oh Mann. Neue Hauptstory. Ich sehe nichts Gelbes. Wie läuft's bei dir, Tucker? Ich dachte, ich wäre euch erstmal los. Scheint immer noch nicht Hauptstory zu sein. Jetzt kommt wieder was rein. Deacon, bist du da? Ja, Addy. Ein Patient von mir hat uns gehört. Er hat einen gesunden Hund gesehen. Okay, ich höre. Südlich von Shermans Camp liegt eine Anlage. Ein paar Hütten im Wald. Weißt du, welche ich meine? Nein. Okay, sie liegt am Santiam Highway, der zum alten Sägewerk führt. Und Ricky sagt, ihr wärt da gewesen wegen der Horde. Ja, als ihr einen Tag lang unterwegs wart. Zum Damm. Oh, ja, okay. Ich weiß, wo du meinst. Ganz wie du willst. Wo ist denn das? Ach da. Ich könnte Schrott gebrauchen. Getankt habe ich auch wieder nicht. Bin so ein Fuscher. Oh ja. Jetzt hatte ich mein ganzes Leben nichts anderes gemacht, als hier durch die Wälder gedriftet. Seht ihr doch auch alle so, oder? Boah, der ist seiner Sonne ein bisschen gebrutzelt. Über Schrott. Warum liegt mein Motorrad da? Ich krieg das hin. Los geht's. Ah, Uni Prozendi. Hallo. Okay. Darf ich scheinbar nicht nehmen. Ich werde doch mal hier runterkullern, denn hier ist irgendwo Sprit. Hä? Was zum Teufel ist hier passiert? Vielleicht gibt's hier noch was, wofür sich die Mühe lohnt. Du Scheiße. Liegt noch ein bisschen Schrotti? Und Sprit gibt's hier auch, aber wo? Wo ist denn hier Sprit? Er zeigt das doch da auf der Karte. Ja, moin.
Hä? Oder muss ich da mit dem Motorrad hin? Nö. Kann ja schlecht einen Baum tanken, oder? Gut, dann scheppern wir erstmal weiter. Okay, hier geht nichts. Warum habe ich im Camp nicht nochmal getankt, ey? Hier muss es doch irgendwo Sprit geben. Ah, hier gibt es auf jeden Fall Monster. Straßenräuber. Ihr seid ganz harte Jungs, was? Wie viel? Es muss hier doch irgendwo. Wo? Oh. So, warte, jetzt wollen wir jetzt erstmal hier so einen schönen Basie zusammenbauen. Eine schöne Lucille. Komm schon, Kleiner. Wo steckst du? Ach komm, Alter. Der ist jetzt aber definitiv... Wo würde ich leben, wenn ich ein Hund wäre? In meinen Baseballschläger gelaufen. Tja, das ist natürlich schwer zu sagen. Wahrscheinlich irgendwo im Haus. Also würde ich jetzt aber mal behaupten, irgendwo, wo es sicher ist. Shit, geht nicht auf. Was ist denn hier? Okay. Was ist das? Zahnabdrücke. Ja, ja, ganz eindeutig. Und Hundepfoten. Okay, der Typ ist hin. Hundeleckerlis. Ah ja. Alles klar. Okay, vermutlich da in der Scheune, ne? Ich glaube, ich hole mir erstmal Sprit. Nur für den Fall, dass wir abhauen müssen. Ein bisschen Schrott mitnehmen hier.
Hier können wir auch nochmal reinlunsen. Haben wir schon. Er ist vermutlich da in der Hütte. Ich könnte schwören, ich habe da gerade jemanden gehört. Ach da. Ein Haufen mordender Arschlöcher. Ich darf keinen entkommen lassen. Da ist Benzin. Benzin. Sehr gut. Tanken wir jetzt erstmal unser Maschinchen voll. Und dann gehen wir da zur Hütte. Gucken wir, ob der Hund da drin ist. Vorher tanken wir, denn ich weiß ja nicht, ob wir Tatsache abhauen müssen. Ich komme später wieder und erledige den Rest von euch. Die Hirsche sind auch richtig motiviert. Wo habe ich denn wieder geparkt, Alter? Ach da. Gutes Timing. So. Hauen wir mal voll den Schinken. So. Und bevor wir jetzt rübergehen, den Hund holen, wenn er da überhaupt noch drin ist und lebt, werde ich die Folge nochmal beenden. Oh, da ist schon wieder was lang gelaufen. Und schon wieder einer. Oder ist das ein Mensch? Nee. Ja, ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Danke fürs Zusehen und bis dann. Ciao, ciao.